Hi Ricarda, guck hinter uns jetzt hier, Schokokebab. Und wir dachten uns, das ist ja offen seit 2-3 Wochen oder so. Jetzt müssen wir es ja für dich mal testen gehen. Jetzt gehen wir mal gucken, wie dieser Schokokebab ist. Zogene Antwort, zumindest in Amerika, und viele Leute haben sich ja gefragt, kommt nochmal der Charlie Sheen zurück oder nicht? Du hast das auch gefragt, Mirjo? Mhm, genau, weil ich nicht ganz sicher war, ob sie es tatsächlich wagen. Ja, und er hat gesagt, er würde ankommen. Ja, und es ist aber nach wie vor eigentlich, er kommt. Ja, Und du darfst ja noch nicht sagen. Ja, wie machen wir das jetzt? Ja. Was er kommt, ich darf schon gar noch nicht sagen. Wir machen ja so ein großes Spoiler, aber es gibt Leute, die wollen das noch für mich hören, oder? Stimmt, und ja, denen wollen wir das nicht sagen. Drum, ganz wichtig, wenn ihr nicht wissen wollt, wie 2,5 Meter endet, dann machen wir ein bisschen einen Spoiler-Alarm. So, bin gespannt, was du mal sagst. Ich habe kein Fleisch, gell? Ja, ist okay. Man kann sich mal richtig die Hand nehmen. Ja, ich bin besser geworden. Hi, Ricarda. Es ist grusig. Ja, das wollte man jetzt ein bisschen schöner umschreiben, aber ja. Du hast es wahrscheinlich vergessen. Nee, glaube ich nicht. Also es ist echt, der Teig schmeckt irgendwie ganz künstlich und eklig. Schokolade schmeckt man auch nicht wirklich. Nee, ist ein bisschen ein Reinfall hier. Also leider nicht wirklich überzeugend, muss ich jetzt hier ganz ehrlich sagen. Wir waren ja schon ein bisschen skeptisch, weil wir diesen Bubble-Tee getrunken haben in Kambodscha. Das war ja schon irgendwie merkwürdig. Aber das hier ist echt, also für 6,50 geht's zum einmal probieren. Und mit viel Cola zum Nachspülen ist es ertragbar, aber ein zweites Mal müssen wir das, glaube ich, echt nicht machen. Außer du kommst hierher, dann werden wir sicher mit dir nochmal testen gehen. Hi Ricarda. Das Problem ist jetzt der Nachgeschmack. Der ist richtig, richtig übel. Und jetzt mussten wir noch schnell zu Burger King gehen und hier Nati Chili Cheese Nuggets, damit der Geschmack weggeht. Also, nee, das war echt nichts. Also Ricarda, wir haben uns entschieden, wenn schon ein Kebab, dann einen richtigen, so wie hier, da drüben, sowas und kein Schokodöner mehr. Kein Schokokebab mehr, nö, vorbei. Also Ricarda, wir haben auch noch was Schönes gefunden hier von dem Streifzug durch Basel, den Morgenkopfladen. Und ich denke, wenn du das nächste Mal hier bist und wir was Schokoladiges haben wollen, dann gehen wir den Morgenkopfladen, der ist sicher 100-mal besser. Juhu, Ricky. Ich gucke auf den Bildschirm, ich muss in die Kamera gucken. Ha? Ja. Soll ich was sagen? Willst du was sagen? Wir gehen den Schreck schauen. Nein, ich dachte, wir gehen einen Schokodöner essen. Kein Schokodöner mehr. Die fressen nur! wir halten dich auf dem Laufenden, wie ja. Schreck wird sein. Schön. Wie heißt die Ricarda? Hallo ja. Ricarda! Hast du den Rekord gedrückt? Ich habe gedrückt, ja. Ich glaube, ich grinse von hinten. Ja, der Apert fährt uns jetzt ganz lieb nach Zürich zu Schreck. Da gibt es nichts zu essen, dann gehen wir ins Musical. Aber da hat nämlich ein wenig Bedenken, dass du denkst, sie würden nur essen. So, da hinten sind der Sascha und die Nati, kennst du schon. Und da hinten versteckt sich dann noch die Katrin. Wir sind auch gleich da und werden dir dann in der Pause brandheiß von Schreck erzählen. Tschüss! Hi, Ricarda. Hallo! Jetzt sind wir hier, guck hier, Schreck. Hier sind wir. Jetzt gehen wir alles. Und hier gibt es nichts zu essen? Nein, nichts. Nichts zu essen. Wir werden hungern.